Hallo zusammen und herzlich willkommen, meine lieben Birdrider. Hier ist wieder Land Squid und hier ist wieder The Witcher 3 Wild Hunt. Wir spielen genau da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Oh, wartet mal ganz kurz. Okay, das Spiel war auf meinen Kopfhörern gerade ultra laut. Ich muss das schnell leiser machen. Ich habe jetzt auch ein bisschen die Effekte und die Musik leiser gemacht, weil die waren auch im Vergleich zur gesprochenen Sprache in dem Spiel sehr laut, ist mir aufgefallen. Ich hoffe, jetzt ist es angenehmer zu hören, auch in der Abmischung zu mir quasi, wenn ihr versteht, was ich schwafle. So, dala, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich laufe komplett in die falsche Richtung. Sehr gut. Hey, noch ein Gesuchtschild. Ach, das ist wieder Vier-Finger-Joe, den kennen wir schon. Haftbefehl. In Übereinstimmung mit Artikel 161 des herzöglichen Kodex verspricht der Generalstaatsanwalt der Stadt Buclair demjenigen eine Belohnung, der Philibert von Wittan alias Vierfinger vor Gericht bringt oder seinen Tod nachweisen kann. Schneller. Jetzt hetz halt plötzlich nicht immer so, Geralt. Sitzt noch gar nicht richtig auf dem Pferd und schreit schon schneller. Also wirklich, wenn du selber ein bisschen schneller wärst, dann müsstest du plötzlich nicht immer so bemühen. Also beschwer dich mal lieber nicht. Schlimm, schlimm. Der Gary. Der River Gary. So, wo reiten wir denn eigentlich hin? Da lang. Ach, guck, da ist schon das kleine Dörfchen, das wir suchen. Nett. Ist das das Richtige? Sind wir hier richtig? Ohne Lohn gibt's nur Hohn. Ah ja, genau, perfekt. Ich nicht mal ein Pferd. Ist das hier ein Steinbruch oder? Es sieht so aus, ne? Oh, zum Glück nicht sehr tief, ey. Oh, ich hasse so sehr vertikale Level. Da verliere ich immer jede kleinste Orientierung. Männer, wir haben Termine einzuhalten. Los jetzt. Lass mich raten, gewusst, ein Monster in der Höhle. Was zum dreimal verfluchten Kuckuck ist denn los, Männer? Welche Plage? Das ist nur eine unglückliche Verkettung von Umständen. Zurück an die Arbeit. Wenn wir den Kopf nicht pünktlich liefern, reißt der Investor mir die Eier ab. Sagst du das auch, Emils Witwe? Es war ein Unfall, dass er von einer Kuh erschlagen wurde? Das ist eine ernste Sache, Herr. Da muss ein Fachmann ran. Ein Magier oder so. Was ist denn passiert? Seht mal, das ist doch der Hexer, der neuerdings hier ist. Vielleicht kann der was machen, einen Exorzismus vielleicht. Wir sollten ihn fragen, was er nimmt. Ich habe den Aushang gelesen. Ihr habt ein Kuhproblem? Ihr fürchtet eine Plage? Ja, und was das für eine ist. Wir müssen die Götter richtig sauer gemacht haben. In Serikanien hat es Heuschrecken und Froschplagen gegeben. Bei uns hingegen haben sie gleich angefangen, mit Kühen zu werfen. Schluss jetzt. Kein Grund, Panik zu stiften. Komm, Meister Hexer, ich zeige dir, worum es geht. Mach das. Ich glaube nicht, dass man allein durch Steinbrucharbeit solche Körper, so definierte Körper kriegt. Ja, das ist wirklich eine dumme Sache, von einer Kuh erschlagen zu werden. Eine Schande. Emil war ein guter Arbeiter. Ich habe ihnen gleich gesagt, es gibt eine simple Erklärung. Aber nein, sie schreien und brüllen von Plage und Plagenzulage und Gefahrenzulage und so weiter. Die ruinieren mich, diese Taugenichtse. Ich soll rausfinden, warum eine Kuh vom Himmel gefallen ist? Wirklich? Das auch. Die Sache ist die. Es hat sich keiner getraut, den Kuhkadaver wegzuschaffen. Und jetzt treibt sich irgendein Abschaum im anderen Steinbruch rum. Wir wagen uns nicht hin. Das überrascht mich nicht. Die Kuh, wo ist sie hergekommen? Und was für eine war es? Na, eine ganz normale Gescheckte, nichts Ungewöhnliches dran. Sie verrottet da drüben und stinkt. Und Emil liegt direkt drunter.
nimmst du den Auftrag an und kümmerst dich um die Sache? Ich glaube, wenn man im Steinbruch arbeitet, ich bin auch bei den Steinbruchkerlen, wird man verdammt stark und auch sehr muskulös. Aber die Körper, die die Kerle da hatten, die sehen mir verdächtig nach echter Bodybuilder-Planung und Arbeit aus. So gezieltes Muskeltraining, richtige Ernährung und so weiter und so fort. Ich glaube, so sieht man nicht zufällig aus, wenn man ein bisschen Steine hackt den ganzen Tag. Also versteht mich nicht falsch. Ich glaube, so mittelalterliche Schmiede und auch so Steinbrucharbeiter waren die krassesten, stärksten Krassleute überhaupt. Aber sie sahen halt nicht so aus. Die waren vielleicht genauso stark. Aber ich glaube, so, ne, so diese definierten Muskelpartien, da muss man, glaube ich, gezielt drauf hin trainieren. Glaube ich, aber ich bin kein Trainologe. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des Propheten Majoran. Oh. Bildhauerei. Nicht die ganze Statue. Unsere Aufgabe ist der Kopf. Das Projekt lag jahrelang still, aber jetzt setzt ein frommer Investor es fort. Alle Steinbrüche der Gegend machen mit. Und wir wären im Zeitplan, wenn dieser Unfall nicht gewesen wäre. Bitte, Meister, nimmst du dich der Sache an? Was genau macht ihr hier eigentlich? Wir arbeiten an einer Statue des... Und ja, wir wären im Zeit... Verzeihung, ich dachte, das ist noch weiß. So. Ich muss mehr über diesen Vorfall wissen. Hat jemand gesehen, was passiert ist? Nein, aber Geräusche gehört. Oster wollte nachsehen, wie Emil vorankommt. Da gab es mit einem Mal einen ohrenbetäubenden Rums. Und kurz darauf ist irgendwas in einen der Kräne gekracht. Das war bestimmt nicht die Kuh. Vermutlich nicht. Am Morgen wollten wir jedenfalls nachsehen, aber diese Scheusale haben uns ferngehalten. Seitdem steht hier alles still. Meister, bitte zaudere nicht länger. Nimmst du dich der Sache an? Ich verstehe. Ich dachte im ersten Moment, dass es sich hier wahrscheinlich um ein Attentat handelt, also eine Sabotageversuch. Ich habe mir gedacht, irgendein konkurrierender Steinbruch oder was weiß ich, was hat mit einem Katapult eine tote Kuh darüber katapultiert oder so, weil die wussten, dass die abergläubisch sind oder irgendwie sowas. Aber jetzt glaube ich, dass das ein Drache war oder irgendwas ähnliches. Der ist irgendwo reingekracht oder so und hat die Kuh fallen lassen. Irgendwie sowas in der Art. Ich kümmere mich mal drum. Gut, ich sehe mir die Sache an. Es könnte ein kaputtes Portal sein, aber das glaube ich nicht. Möge Majoran dich mit reichlich Nachwuchs segnen. Ich werde auf deine Rückkehr warten. Hexer können keine Kinder kriegen. Das Kunststück soll euer Majoran mal vollführen. Dass Geralt reichlich Nachwuchs hat. Dann reden wir nochmal über euren Glauben. Hier läuft der Schweiß zwischen den Arschbacken runter. Bis dahin kümmere ich mich mal um eure toten Kühe. Ah, perfekt. Zum Anschlagbrett wollte ich sowieso auch. Oh, aber erst müssen wir die Leichenfresser. Die waren schon dran. Hoffentlich haben sie die Spuren nicht gesorgt. Ah gut, der ist schon tot. Ich wollte nämlich gerade, ne, aber ist gar nicht mehr notwendig. Der Al'Ghul mit seinen Stacheln. Die können nervig sein und ich bin immer zu faul, den anderen richtigen Zauber auszurüsten, damit ich die betäuben kann und dann, ne, und aber passt schon. Das muss Emil sein. Die Arbeiter haben ihn erwähnt. Armer Kerl. Hat richtig Pech gehabt. Tja, wo soll ich anfangen? Etwas Schweres hat ihn erwischt. Er hat einen Schädelbruch, frische Fressspuren, Nekrophagen. Die haben ihn aber erst als Leiche erwischt. Bei der Leiche erfahre ich weiter nichts. Starke Gewebetraumata, wie nach einem Sturz aus großer Höhe. Ja, und die Krallenspuren, hallo, das sind keine Leichenfresser gewesen. Der Bauch ist aufgeschlitzt. Kaum Blut. Sie war schon tot.
Das Herz hat nicht mehr geschlagen. Bisswunden. Klein allerdings. Offenbar von Nekrophagen. Die haben das Fressen sicher sofort gewittert. Tiefe Klauenspuren. Die Breite deutet auf einen Drakoniden hin. Vermutlich ist es ein Wyvern. Aber die Todesursache sind sie nicht. Ach, so ist das. Jetzt habe ich es. Die Kuh ist gestorben, als sie aus großer Höhe auf dem Boden aufschlug. Der Drakonide muss sie fallen gelassen haben. Vermutlich ein junges Exemplar, dem die Kuh zu schwer war. Emil hatte Pech, dass er drunter stand. Das war auch meine Theorie. Und dann ist da noch der Kran. Hier erfahre ich wohl nichts mehr. Aber vielleicht erfahren wir hier noch ein bisschen was. Nein, dumm bin ich. Ich reiß trotzdem die ganzen Zettelchen runter, damit keiner mehr lesen kann, was da steht und sich alle ärgern. Und der schlechte Ruf der Hexer fortgetragen wird. Das ist Tradition. Blut. Das muss ganz schön gekracht haben. Der Drakonide hat die Kuh fallen gelassen, versucht, den Flug zu stabilisieren und sich dabei verletzt. Gut, so müsste er einfach zu verfolgen sein. Der arme Drakonide. Der wollte nur die Kuh haben. Der wollte nur die Kuh essen. Drakonidenblut, winzige Spuren. Ich bin auf der richtigen Fährte. Dann hat er sich verletzt, der Trottel. Der tut mir leid. Jetzt müssen wir den auch noch töten, wahrscheinlich. Das war eine ziemlich starke Blutung. Die Wunde muss schwerer gewesen sein, als ich dachte. Oder er ist schon tot. Riecht wie vergorene Mann. Der Drakonide muss eine Brennerei in der Nähe überfallen. Bastard. Danke, Gary. Du machst eine. Danke, Feuer. Das hier ist ein Stück. Das Spiel ist im Kampf immer noch sehr laut. Ne? Vielleicht können wir es noch ein bisschen leiser machen in den Funktionen. Die Effekte. Da dreht's immer ein bisschen durch. Nein. So. Machen wir die Effekte ruhig mal runter auf 50 oder so, weil die sind sehr laut. Ich weiß halt nicht, ob die Schreie der Monster nicht als Sprache zählen, aber ich will die Sprachlautstärke ungern runterdrehen, weil die Dialoge eh nicht besonders laut sind. Schauen wir mal, ob es so schöner abgemischt ist. Notiz eines Schuhputzers oder des, der eine Schuhputzer. Also, sage ich dazu, Minister Tremblay, das ganze Sans-Retour-Tal ist überbewertet. Ich weiß nicht, warum ich das so komisch betone. Diese Weine und ich fange lieber gar nicht erst mit dem Est-Est an. Seit sie diesen Wein in Massenproduktion herstellen, sollten sie ihn Etiennen, das wirklich bessere Tage gesehen hat, er. Daraufhin sagte er, du hast recht, ich habe den Côte de Blesson auch immer lieber gemocht. Und ehrlich gesagt, und das bleibt bitte unter uns, ziehe ich ihn sogar dem Sengler vor oder so. Du weißt, das ist der Wein, der allergnädigste Herrin und ihrem inneren Kreis vorbehalten ist.
Und dann ist es mir, dem einfältigen Dummkopf, einfach herausgerutscht. Ich stimme dir zu, denn nach allem, was mir die Herrin zum Vorkosten gibt, muss ich mir den Mund mit Wodka ausspülen, um den widerlichen Geschmack loszuwerden. Ja, du kannst dir sicherlich denken, dass ich betrunken war, richtig? Einfach so drauf loszureden. Nun, ich hatte eine Stellung beim Hof überbewertet. Tremblay musste nur ein Wort ins Ohr der Herzogin flüstern und schon saß ich auf der Straße. Dann ist Benoit wieder zum herzoglichen Vorkoster ernannt worden. Ist das zu fassen? Nach dem Skandal mit dem Baroness Nicque und Quelle und ich? Tja, was soll ich tun? Mir bleibt keine andere Wahl, als meine eigenen Tränke herzustellen und zu trinken. Das war schon immer meine große Leidenschaft. Und inwiefern war der jetzt ein Schuhputzer? Und ich verstehe die ganze Geschichte nicht. Plündern wir einfach mal seinen Schnaps und sein ganzes Zeug. I don't get it. I don't know what you say. Bla 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 bla. Hey 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 hey. Stimmt, wir sind ja immer noch überladen ohne Ende. Aber ich habe immer noch nervige kleine Blödschwerter ohne Ende, die nicht mal was wert sind und nichts bringen und die wir einfach wegschmeißen. So. Ach so, wir sind hier noch nicht fertig. Ach ja, genau, wir suchen ja eigentlich noch einen abgedrürzten Stachen. Er ist auf dem Dach der Brennerei gelandet, hat Lärm und Chaos gemacht und ist weitergezogen. Prankenspur. Hier ist er langgekommen. Wohl zu müde zum Fliegen. War in schlechter Verfassung. Konnte kaum kriechen. Oh, der tut mir echt so leid. Ist das ja furchtbar. Hier ist ein zweiter Drakonide gelandet. Ein größerer. Er hat auf den kleineren gewartet, dann sind sie zusammen weggeflogen. Oh, sie müssten ja einfach zu verfolgen sein. Der Kleinere hat freundlicherweise weitergeblutet. Oh, ist so furchtbar. Sie sind zusammen weggeflogen. Wohl zum Nest. Huh? Noch eine Kuh. Ist schon länger hier. Viel länger. Was haben wir denn hier? Brandspuren. Die stammen nicht von einem Wüvern. Jetzt wird's aber schon spannend. Hier endet die Spur. Da oben ist das Nest. Da würde ich den Hof drauf verwetten. Ja, und da gehen wir jetzt hin, oder wie? Um die Schleimlinge zu erreichen, hä? Wer sind denn? Sind die Drakoiden Schleimlinge, oder wie? Mami hat dir also geholfen. Und jetzt müssen wir die töten. Ich finde das absolut nicht gut. Ich finde das... Ich muss mich hier echt beschweren. Das ist doch furchtbar. Wir hören hier die ganze Zeit diese traurige Geschichte von diesem verwundeten kleinen Baby-Drakoiden, der irgendwie die Kuh fallen lässt und sich verwundet und sich dann heimschleppt. Und dann hilft ihm seine Mami und alles ist wieder gut und dann komm ich und bring die um, oder wie? Das ist ja furchtbar. Ich mag das Spiel gerade nicht. Guck dir den Scheiß an. Finde ich echt nicht gut. Höchste Zeit, eine Trophäe einzusammeln. Die übrigen sind noch nicht geschlüpft. Ich muss das ganze Nest niederbrennen. Das ist furchtbar. Das guck dir den Scheiß an. Naja, ich habe für solche Fälle
habe ich mir einen kleinen psychologischen Trick angewöhnt, der überraschend gut funktioniert. Wenn mich ein Spiel dazu zwingt, irgendwelche Tiere zu töten, auch noch niedliche oder so, oder unschuldige oder irgendwie sowas, gibt es ja öfter mal, dass man auf die Jagd gehen muss oder so, stelle ich mir einfach vor, dass das bestimmt Nazis waren. Nazi-Wildschweine, das waren bestimmt Nazi-Drachen. Scheiß Rassisten-Drachen, die andere Drachen wegen ihrer Schuppenfarbe gejagt und getötet haben. Die haben das verdient. Und mit dem kleinen Trick schaffe ich das ganz gut, dass mir die nicht mehr leid tun. Wenn ich irgendwie in keine Ahnung, in Breath of the Wild oder Genshin Impact ein Schwein jagen muss, weil ich Fleisch brauche für die Quest, sind das Nazi-Schweine. Nazi-Wildschweine. Und so passt das dann. So ist das dann okay. So ist das legitimiert. Das ist ja das Schöne, ne? Das ist das Schöne an das einzig Gute an Nazis. Man hat so eine Legitimation, dass man die in Videospielen einfach umbringt. Bei Wolfenstein oder so funktioniert das halt super. Da hat man kein schlechtes Gewissen. Da denkt man gar nicht drüber nach. Das sind Nazis. Passt schon. Wegschießen. Genau. Das hilft mir ein bisschen. Das waren bestimmt zwei ganz widerliche Nazi-Drachen, gegen die wir gerade gekämpft haben. Die schlimmsten. Okay, wo ist der Höhleneingang? Hier wurde mir ein Höhleneingang angezeigt, der mich zu einem Zeichen der Macht führen soll. Und ich komme irgendwie, ich finde nicht hin. Muss ich da wieder hoch? War der da oben irgendwo? Habe ich den oben übersehen? Oder... Ja, weiß ich nicht. Ha, der Höhleneingang ist über mir jetzt gerade. Es gibt zwei, da sind zwei Eingänge direkt überlappend irgendwie auf der Minimap. Ich verstehe es nicht. Jetzt sind die nämlich wieder unter mir. Die müssen irgendwo genau hier sein. Ja, tatsächlich. Oh, Geralt, wir sterben gerade voll. Ah ja, Fallschaden. Habe ich wieder nicht dran gedacht. Mein Gott, Geralt, du bist aber echt irgendwie... Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Irre, wie wenig der aushält. Das ist lustig. Der hat nämlich Sporen hinten an seinen Schuhen, an der Rüstung. Und wenn er sich zum Meditieren hinsetzt, dann piekst er sich die Sporen selber in den Hintern. Ich schätze mal, das gehört mit dazu, oder? Das ist so Abhärtung für Hexer. Oder durch irgendeine Mutation haben Hexer vielleicht einfach keine Nerven mehr im Arsch. Das kann auch sein. Taube Hintern. Hilft auch beim langen Reiten und so, kann schon sein. Meditation. So, ein Ort der Macht. Jetzt wartet mal, jetzt müsste ich nur rote Mutagene herstellen. Große rote Mutagene bräuchte ich jetzt. Können wir aber leider nicht machen. Schade. Ich kann große grüne machen. Viele, viele bunte Mutagene. Schade. Ich hätte echt gern rote Mutagene gehabt. Tja. Dennoch könnte ich mal kurz... hier hingucken, weil ich verstehe das noch nicht so ganz. Aber jetzt pass auf. Ich glaube, wenn ich hier vier Mutagene erforscht habe, auch wenn ich immer nur eins aktiv ausgewählt haben kann oder so, dann schalte ich was frei, oder? Dann erforsche ich jetzt einfach mal das, auch wenn es mich gar nicht interessiert. Nur, damit wir dann hier mehr... Ich verstehe es nicht. Damit wir hier noch mehr Fähigkeiten einbauen können. Ne? Ja, irgendwie so. Okay, weiter geht's. War das jetzt eine Quest? Ja, das war eine Quest. Jetzt haben wir aber echt keinen Schnellreisepunkt hier in der Gegend. Ah, das ist schon ein bisschen nervig. Naja, dann
Hoffen wir mal, dass wir hier mit Geralt irgendwie wieder lebendig runterkommen. Und dann reiten wir den Rest zu Hufe. Was ist denn? Warum zieht er dann immer sein Schwert? Los geht's. Ich habe immer Angst, wenn er sein Schwert zieht, weil ich mir denke, Monster in der Nähe. Aber irgendwie stimmt's gar nicht. Er spinnt nur. Das war noch dazu sein Menschenschwert. Hat Plötze schon immer so einen geflochtenen Pferdeschwanzzopf da hinten gehabt? Oder kommt das mit der Rüstung? Da war jetzt gerade wirklich irgendwas, ne? Na, egal. So. Jetzt sind wir wieder auf dem rechten Weg. Nein, warte, da lang. Hä? Okay, ich reite querfeldein Richtung Questmarker. Die Pünktchen auf der Straße finde ich immer ein bisschen verwirrend und irreführend. Na guck, und schon sind wir da. Tschö. Ich habe Angst, darunter zu hüpfen. Gehen wir lieber den langen, langsamen Weg. Hä? Wie komme ich denn da runter? Ich folge wieder dem Pünktchen. Ich nehme alles zurück, Pünktchen. Bitte. Ihr seid meine besten Freunde. Führt mich dahin, wo ich hin soll. Was ist denn das? Eine Hand. Eine riesige Hand, die hier ausgebuddelt wurde. Oh, bist du ein Händler? Hier und sonst nirgends. Wer eine komplette Ausrüstung kauft, kriegt eine Flasche Fiorano dazu. Du siehst mir nicht wie einer vom Steinbruch aus. Bedeutet das, wir kommen nicht ins Geschäft? Nein. Das bedeutet, du wirst hier kaum etwas finden, das du gebrauchen kannst. Ich habe nur Sachen für den Steinbruch. Hämmer, Nägel, Handcreme. Aber du kannst dich natürlich trotzdem umschauen. Na gut. Zeig mal, was du hast. Jetzt können wir hier endlich mal ein bisschen Zeug verkaufen, das ich schon lange loswerden will. Sehr viel Geld hat er ja nicht, der Gute. Schade, schade. Der hat doch nichts, was mich interessieren würde. Warum ist denn die Spitzhacke da so durchgestrichen? Benötigt Stufe. Das ist eine Waffe. Interessant. Interessant. Ich muss los. Bis dann. Warte mal, du kannst bestimmt meine Rüstung reparieren. Oder meine Waffen. Ich kann leider erst mit ihm reden, wenn er seinen Satz, sein Sätzchen aufgesagt hat. Zeig mal, was du hast. Du kannst doch bestimmt mein ganzes Zeug reparieren. Ja, so teuer war das jetzt auch nicht. Aber das bisschen Geld, das er jetzt dadurch eingenommen hat, dafür können wir ihm jetzt wieder ein paar Schwerter andrehen. So, auf die 5 Kronen, genau. Cool, sind wir ein bisschen leichter und reicher geworden. Ich muss los. Bis dann. Und unser Zeug ist auch mal wieder ordentlich repariert worden. Von einem Profi. Nicht nur mit so Flickzeug vom Hexer. Hapata! Und? Weißt du jetzt, weshalb die Kuh fliegen konnte? Ja, ihr könnt euch wieder an die Arbeit machen. Es war keine Plage der fallenden Kühe. Hab ich doch gleich gesagt. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Sag mal, wieso ist die Kuh denn gefallen?
Ein junger Schleimling ist über den Steinbruch geflogen und hat sie fallen lassen. Er wollte sie in sein Nest bringen, für seine Mutter und seine Geschwister. Von den Monstern werdet ihr nichts mehr hören. Ich habe das Nest samt Eiern eingeäschert. Das war eine kluge Vorkehrung, aber ich kann dir nur zahlen, was wir vereinbart haben. Mehr habe ich nicht. Hier, nimm dies. Und danke, Meister. Dann ist jetzt alles klar, was? Keine Götter, keine Plage, nur ein Drache. Und der ist auch weg. Wir zahlen Emils Witwe eine Abfindung und das war's. Also, worauf wartet ihr noch? An die Arbeit, zack, zack! Ich glaube, dass immer noch was faul ist. Was ist mit den Baumeistern, die die Statue zusammensetzen sollten? Vor 3 Tagen sollten sie in Arda Iso sein und kein Zeichen von ihnen. Sie sind auch erschlagen worden, ich weiß es. Oder gefressen. Oder Heuschrecken haben sie erwischt, wie in Sirikanien. Was soll denn dieser Mist jetzt? Der Architekt hat geschrieben, dass sie sich wegen einer Marmorlieferung aus Metina um eine Woche verspäten. Für den Bart des Propheten. Also haltet jetzt das Maul und fangt an zu arbeiten. Gehen wir ein Stück, Meister. Ich muss zugeben, das war gelogen. Aber ich kann mir nicht noch eine Panik leisten. Die Baumeister sind wirklich verschwunden. Komm später zu mir, dann erzähle ich dir die Einzelheiten. Aber ich bin doch jetzt hier. Erzähl mir doch gleich die Einzelheiten, Mensch. Ah, na gut, okay. Und, Meister, was macht die Suche nach den Baumeistern? Was heißt denn da bitte? Ich habe überhaupt keine Quest von dir und nichts bekommen. Meine Antwortoption, die da steht, macht nicht mal Sinn gerade. Sie sind verschwunden? Was soll das heißen? Was es eben heißt. Verschwunden mit reichlich Vorräten, die ich bestellt hatte. Über 12 Wagen erreichten den Bauplatz, doch 5 sind unterwegs verloren gegangen. Mit ihnen Werkzeug, Nahrung, Baumaterial und vor allem die Spezialisten, die wir brauchen, darunter auch der Oberarchitekt. Ich habe dem Architekten geschrieben, dass der Steinbruch bereit ist und er neue Pläne schicken soll. Aber der Vorarbeiter sagt, der Architekt sei schon hier in Arda Iso und das heißt... Dass er auch verschwunden ist, ich verstehe. Ich sehe mich mal um. Meister, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Doch bitte beeile dich. Ohne diese 5 Wagen können wir unser Werk einfach nicht vollenden. An Orten, die auf der Karte mit diesem kleinen Manschgall markiert sind, stecken Transporte mit Baumaterialien und Fachleuten für Majorans Statue in Schwierigkeiten. Hilf ihnen! Und hilft, das Weltwunder zu errichten. Anscheinend habe ich schon 2 von 5 besiegt. Gerettet, meine ich. Das ist ja lustig. Kann ich mich gar nicht erinnern. Aber das heißt, 3 sind noch irgendwo. Das ist wirklich so eine relativ übergreifende Quest, ne? Ah ja, und hier... Und da haben wir schon so Majoran-Quests gemacht. Ich verstehe. Na, die 3 sind relativ dicht beieinander. Na, die könnte man schon machen. Könnte man schon machen. Hey, habt ihr hier wirklich keinen Schnellreisepunkt bei eurem kleinen Steinbruch hier? Das ist schon ein bisschen nervig. Naja. Wie gesagt, es wäre so schön, wenn ich hier sehen würde, ob irgendwelche Quests in der Nähe sind. Aber kann man in dem Spiel halt nicht. Also schauen wir einfach mal wieder nach Level sortiert, nach einer neuen Quest. Ach so, die großen Fußstapfen wären auch nur Level 40. Na gut, okay, dann machen wir das jetzt. Überzeugt. Dann müssen wir jetzt mal schnell zum nächsten Schnellreisestempel. Schnellen und dann
können wir die Fragezeichen relativ zügig am Stück abschließen. Jetzt ist plötzlich irgendwo da unten. Ah, nee. Okay. Passt schon. Ich dachte, von der Minimap her die Ebene war eine andere, aber stimmt gar nicht. Brrrr. Lauf, Plätze! Wartet mal. Ohne Lohn rührt sich nicht mal ein Pferd. Ich will zum Schnellreisestempel. Nicht zu Hauptquest reiten. Oh! Na lo! Ah! Doch! Gib mir was zu trinken. Der ist echt der Beste. Ah! Da hatte der Synchronsprecher gerade nicht wirklich Bock an dem Tag. Und jetzt, du machst mal so ein Geräusch, als würdest du angerempelt werden. Okay, ich versuch's mal. Ah! Perfekt, ist im Kasten. Check. Nächster. Komm schon! Ah! Mein Gott, Hilfe! Oh, Kelly Dokeli. Schauen wir mal, einer ist so ein bisschen abseits von den anderen, ne? Aber... ja, okay, von mir aus. Gehen wir zum Handelsposten und dann klappern wir die Punkte ab. Das sind rein vom Aufbau her immer so meine am wenigsten lieben Quests. Bei denen ich einfach so einzelne Punkte auf der Karte abklappern soll. Das ist, finde ich, immer am unschönsten designt. Diese Lauf von A nach B nach C nach D nach E Missionen, das ist immer ein bisschen doof, finde ich. Aber da wir hier ja irgendwelchen Ingenieuren und Lieferungen helfen müssen, die irgendwie in Schwierigkeiten sind, könnte es wenigstens an den einzelnen Punkten A, B, C, D, E ein paar unterschiedliche kleine Geschichten geben. Mal schauen. Nicht gut. Oh oh. Oh oh, sehr viel Blut und keine Menschen. Blut. Sehr viel Blut. Ja, es ist mir auch schon aufgefallen. Ich könnte Hexer werden, oder? Erst errate ich die Sache mit dem Drachen gleich auf Anhieb richtig. Mir fallen die Kratzer auf der Kuh gleich als erstes auf, im Gegensatz zu Geralt. Und ich habe sofort gesehen, dass hier sehr viel Blut liegt. Auch ganz ohne Hexersinn. Kikimoras. Ja, ich gebe zu, das hätte ich nicht erkannt. Da kämpft man den Laien und den Hexer dann doch auseinander an so Details, ne? Muss man schon sagen. Schon bin ich wieder in meine Schranken gewiesen und Opfer des Dunning-Kruger-Effekts geworden. Hier verliert sich die Spur. Aber da hinten ist ein riesiges Monster. Eventuell könnte das ein Hinweis sein. Das stinkt. Au. Scheiße. Au, zum Glück machen die nicht wirklich viel Schaden, aber vergiften ein bisschen. Okay. Verdammt gut gegen den Wirbelzwirbel-Zauberwind zur Wehr, aber letztendlich hat es ihm auch nichts genutzt. Der Macht des Wirbelzwirbel-Zauberschwertwinds ist kein Kikimora jemals gewachsen. Eier. Ich muss sie einäschern. Ich dachte, das habe ich schon. Ja,
Oder muss ich wieder irgendwie eine Bombe irgendwo reinwerfen? Oh, da ist ein Mensch. Ja, okay. Ah, die vermissten Arbeiter. Das ist ihnen also zugestoßen. Verzeihung, ich habe heute irgendwie einen Frosch im Hals. Ein Tag später, was haben wir jetzt den ganzen Tag gemacht? Wo sind wir jetzt hier? Hä? Was ist los? Wie bitte? Warum? Warum sind wir jetzt bitte noch einen Tag lang irgendwie einfach so durch die Gegend geritten und haben uns die Landschaft angeguckt? Habe ich da irgendeinen tieferen Sinn nicht verstanden oder so? Hä? Ich check's gerade echt überhaupt nicht, was die Sequenz gerade sollte. Aber gut, dann reiten wir mal zum nächsten. Das war komisch. Das war seltsam. Stimmt, Plötze. Da ist ein Bandit gerade gewesen. Ich lasse den Bandit einfach mal Bandit sein. Ich meine, wenn er mich jetzt lang verfolgt, dann... Ich muss jetzt gleich darüber schwimmen. Hau ich ihn vorher noch kaputt, wenn er meint. Ich glaube, ich habe gerade eine versunkene Schatzlocation versehentlich gefunden, oder? Aber nee, ich will jetzt keine. Ich habe genug von Fragezeichen aktuell gerade. Ich will jetzt gerade gar keine Fragezeichen abklappern. Ich will jetzt Nebenquests machen. Und blöderweise bestehen die Nebenquests gerade daraus, Fragezeichen abzuklappern. Ah, aber gut. Seid ihr Piraten, Vagabunden, Diebe, Gauner, Deserteure, Streuner, Töteriche? Weil dann... sind das viele. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind. Was jetzt, du Stück Dreck? Ich räche dich, Kamerad. Schön, wie ich eine Viertelstunde vor dem rumwirbel, aber nicht wirklich was mache. Manchmal haben die so ein Symbol, das verstehe ich nicht. So ein, das ist neu irgendwie. So ein Totenkopf mit dem Schwertdurchsymbol. Heißt das dann, die sind bereit, gefinisht zu werden? Oder dass die vergiftet sind? Oder ich weiß es nicht. Nicht gut. Ach ja, die immer mit ihren blöden Schilden, Mensch. Ich hasse Schilde. Ach, Quatsch, was mache ich denn? Weiß nicht, was ich schlimmer finde. Gegner mit Schilden? Oder Gegner mit Bogen? Oder Armbrust? Aber jetzt ist dein Herz rein. Und wir sind jetzt Freunde. Ich bin kein sehr guter Freund, hätte ich dazu sagen sollen. So, wo ist jetzt der Letzte? Auch du bist jetzt verliebt in mich. Ich breche dir das Herz, wortwörtlich. Ja, ich bin ja schon dabei, aber erst pflücke ich noch Pilze, so. Was soll denn das? Was wollten sie klauen? Einen Hammer? Einen Felsbrocken? Ich verstehe. Wenn der Felsbrocken der Hammer ist, Zeit, dass ich vielleicht aufbreche. Schon. Aha, jetzt haben sie den Majoran weitergebaut. Ich verstehe. Aber war das war die Quest. Das ist jetzt ein bisschen witzig, weil das war reiner Zufall. Ich wusste nicht, dass das die Majoran-Quest ist. Ich dachte halt so, ne, wenn es schon auf dem Weg ist, hau ich die schnell. Na gut, cool. Dann... okay, irgendwie haben wir das überlebt, Geralt. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht, aber gut. Oh! Ich sage euch, wenn die Menschen die Lehren des Propheten meinen... Beeindruckend.
Ach so, das war die optionale Quest, dass ich hier mal vorbeischaue und Hallo sage. Aber ich will die sehen, wenn sie fertig ist. Davor interessiert es mich ja nicht wirklich. Und da ist es auch mal schwarz drin. Da ist es aber mal dunkel, ne? Reit doch einfach weiter. So. Na bitte. Verdammt. Wie viele Banditen sind denn hier eigentlich so unterwegs? Leite mich! Bitte, Herr! An so einem gewöhnlichen Nachmittag. Na gut, du hast es so gewollt. Wirbel, Zauberparty. Todes. Zum Glück habe ich ein Smart-Schwert, das nur meine Feinde trifft. Und durch meine Freunde quasi einfach unbeschnitten hindurchgleitet. Ist schon praktisch sowas. Hey, Vorsicht. Zum Glück hat der auch einen Smart-Hammer, der mir nichts tut. Danke, guter Mann. Du bist doch der berühmte Hexer, nicht wahr? Genau. Ich breche sofort zur Arbeit an der Statue auf. Man braucht mich dort dringend. Pfeift durch die Maske, trinkt durch die Maske. Ist ja auch eine magische Vampirmaske. Geh zum Vorarbeiter und hol dir deine Belohnung, nachdem du dich an deinem eigenen winzigen Lagerfeuer komplett in Flammen gesetzt hast. Mit deiner Metallrüstung. Wie, Geralt, wie? Vielleicht sind Hexer sehr leicht brennbar, das kann schon sein. Vielleicht haben die eine Mutation, die... dass die irgendwie statt Schweiß reines... Was brennt leicht? Nylon absondern. Hä? Was? In flüssiger Form. Möglich. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber jetzt schauen wir uns mal die Majoran-Statue an, die wir ja quasi indirekt jetzt mitgebaut haben. Beweg dich! Ein Weltwunder. Plätze. Danke. Patrouille auf nüchternen Mann. Lauf, Plätze! Noch so ein schmutziger Kerl. Halt! Wie der Koloss von Rodos oder sowas in der Art. Sieht schon sehr griechisch aus, ne? So altgriechisch. Wobei ich mal gehört habe, dass in Wirklichkeit die alten griechischen Statuen bemalt waren. Und zwar sehr bunt für unsere Ansprüche. Nur die Farbe hat halt die Jahrtausende nicht überdauert. Und jetzt sind die alle weiß. Und wir haben jetzt in unseren Köpfen die Vorstellung, dass die alle in so weißen Marmorhallen mit weißen Statuen ganz edel gehaust haben. Und in Wirklichkeit hatten die wahrscheinlich ein ganz anderes ästhetisches Empfinden, was Farbgebung angeht, als wir. Und wir würden die Statuen, so wie sie wirklich aussahen, extrem kitschig und hässlich finden. Und nicht so edel. So ist das. Ach, ich soll eh hierher. Das ist ja ein Zufall. Ich habe geholfen, die Statue zu vollenden, wie du wolltest. Meister, was hätte ich ohne dich getan? Heerscharen vom Majorans Gläubigen werden für dich beten. Und du wirst mich bezahlen, richtig? Aber natürlich. Hier, deine Belohnung. Der Investor ist ein echter Geschäftsmann.
Unser Plan sieht Massenkonvertierungen vor. Mit den Spenden wollen wir die Produktionskosten in 3 bis 4 Jahren wieder reinholen. Es ist alles bis auf die Nachkommastellen durchgerechnet. Dann viel Glück. Leb wohl. Leb wohl. Okay, cool. Schauen wir mal, was haben wir als nächstes? Finde den Großmeisterschmied Laferouche, damit du seine Dienste in Anspruch nehmen kannst. Okay. Ihr habt doch hier beim Denkmal bestimmt irgendwo einen Schnellreisepunöpel. Wäre ja auch irgendwie total blöd, wenn die ganzen Pilger nicht einfach per Schnellreise herkommen können. Das beste Mittel gegen das Biest. Ein Hexer. Ich sage euch, wo hast du denn diese Menschen Katzenaugen her? Wenn die Menschen das Propheten Majoran in ihre Herzen lassen würden, wäre diese Welt ein viel besser. Gut. So. Gut. So. Ich gehe mal hier zu dem Schnellreisepunkt. Eigentlich wurscht. Das war so ziemlich genau im Zentrum zwischen 3 Schnellreisepunkten. Dass in den Städten gleich immer so viele Schnellreisepunkte sind und da draußen in den Ebenen teilweise nirgends, ewig weit. Schon komisch. Man läuft durch die Städte auch nicht länger wie durch die Sümpfe. Liebe Herzogin Anna Henrietta! Ah! Entschuldigung. Aha. Hallo. Ein Hexer aus der Wolfsschule, hier in Toussaint. Sei gegrüßt, ich bin Lazare Lafargue. Geralt von Riva, du scheinst dich ja zu freuen. Hast du Arbeit für mich? Und ob? Keine Monsterjagd, aber gewiss interessiert die Sache dich trotzdem. Ich bin Rüstungsschmied und suche schon seit Jahren nach Schemata für Hexerrüstungen von außergewöhnlicher, großmeisterlicher Qualität. Ich habe davon gehört. Gesehen habe ich aber noch keins. Ich dachte, sie wären verschollen. Eben nicht. Ich habe zum Glück erfahren, dass ihre Besitzer nach Toussaint gekommen sind. Leider sind sie dann verschieden, aber ich weiß wo. Ich brauche nur einen Partner, der mir dabei hilft, die Schemata zu bergen. Wenn du weißt, wo sie sind, warum holst du sie dann nicht alleine? Na, sehe ich vielleicht wie ein Abenteurer aus? Und wer wäre für meine Kunden da, wenn ich durch die Gegend zöge? Nein, lieber übertrage ich diese Aufgabe einer zuverlässigen Fachkraft. Bring mir die Schemata, dann fertige ich dir an, was du wünschst. All diese Schemata sind irgendwie nach Toussaint gelangt. Wie war das möglich? Toussaint war die Heimat von Tienzel, einem legendären, leider verblichenen Elfen und Rüstungsschmiedemeister. Von ihm ließen Hexer aus aller Herren Länder ihre Platten- und Kettenrüstungen anfertigen. Von dem habe ich gehört. Er soll der Beste gewesen sein. Er hat auch entsprechende Preise genommen. Die Hexer mussten oft besonders schwierige, gefährliche Aufgaben erfüllen, um sich seine Rüstungen leisten zu können. Einige hatten das Pech, dass ihnen dabei etwas zustieß. Und die Schemata liegen heute noch bei ihren Gebeinen. Verstehe. Wer sie findet, hat auch die Schemata gefunden. Aber woher weiß ich, wo ich suchen muss? Zufällig bin ich bei Tienzel in die Lehre gegangen. Ich habe also die Geschichten der verschollenen Hexer von ihm aus erster Hand gehört. Was er mir erzählt hat? Nun, ich habe jedenfalls Abstand davon genommen, selbst auf die Suche nach den Schemata zu gehen. Lass uns eine Abmachung treffen. Ich sage dir alles, was ich weiß, und du lässt mich im Gegenzug Kopien von den Schemata anfertigen, die du finden kannst. Wieso hat denn dieser Elfenmeister einen menschlichen Lehrling angenommen? Mein Vater war Rüstungsschmied. Ich habe von klein auf geholfen und irgendwann meine eigenen Stücke geschmiedet. Meister Tienzel sah meine Arbeiten und bot mir eine Lehrstelle an. Mir ist erst Jahre später klar geworden, was das für eine Ehre war.
Leider ist mein Meister später bei einem Massaker ums Leben gekommen. Er hat mir alles beigebracht, was er wusste. Und doch habe ich es zu seinen Lebzeiten nicht mehr geschafft, die Voraussetzungen der Zunft für den Großmeistertitel zu erfüllen. Ich weiß, dass ich in meinem Geschäft einzigartig bin, aber bis ich nicht eine Hexerrüstung von Großmeisterqualität angefertigt habe, werde ich nie wissen, ob ich meinem Lehrer ebenbürtig bin. Wo soll ich nach den Schemata suchen? Ich weiß von 5 vermutlich toten Hexern. Knarzt, jeder aus einer anderen wieder. Schule. Wolf, Greif, Katze, Bär und Manticore. Wo soll ich anfangen? Die Schule des Manticores. Über die weiß ich wohl am wenigsten. Obwohl ich vor langer Zeit mal eine Rüstung getragen habe, die von dort stammte. Meinem Meister zufolge liegt die Schule des Manticores weit im Osten. Vor einem Jahrhundert kam einer ihrer Hexer zu meinem Meister, ein gewisser Merten. Tienzel war nicht gerade begeistert von ihm. Er stank wie eine Schnapsbrennerei und suchte ständig Streit. Tienzel schlug ihm die Tür vor der Nase zu und rief, er solle nüchtern wiederkommen. Mit Betrunkenen mache er keine Geschäfte. Der Hexer kam jedoch nicht wieder. Die Leute munkeln, er habe sich auf einen alkoholumnebelten Händel mit der herzoglichen Wache eingelassen. Er wurde verhaftet und verurteilt. Das Bastoi-Gefängnis, in dem er saß, ist längst nur noch eine Ruine. Aber vielleicht solltest du da mit der Suche beginnen. Erzähl mir von meinem Bruder von der Wolfsschule. Sein Name war Adon. Ich erinnere mich gut an ihn. Mein Meister mochte ihn und half ihm, einen gut bezahlten, aber nicht zu riskanten Auftrag zu finden. Vor ein paar Jahren traf eine archäologische Expedition von Castel Groupien in Toussaint ein. Die Mitglieder der Expedition befragten den Meister zu den Elfenruinen in Termes. Er warnte sie eindringlich vor den Gefahren und legte ihnen nahe, Adon als Eskorte mitzunehmen. Was für Gefahren hat er gemeint? Weißt du das? Der Legende nach spuken Geister in den Kammern unter Term. Was da dran ist, weiß ich nicht. Aber die Expedition samt Hexer ist spurlos verschwunden. Was kannst du mir zum Greifenhexer sagen? Er kam vor etwa 200 Jahren zu uns. Aber mein Meister kannte ihn bereits. Dieser Hexer war bei weitem nicht so emotionslos, wie es seine Kollegen sind. Er hatte auf Fort Ussar einen Auftrag angenommen und brauchte dafür unbedingt eine bessere Ausrüstung. Er zeigte meinem Meister die Schemata, hinterlegte eine Kaution und ward nie mehr gesehen. Offenbar hat er eines Abends das Fort verlassen und kehrte nie zurück. Wohin kann er gegangen sein? Weiß ich nicht. Es hieß, er sei in Eile aufgebrochen. Vielleicht hat er etwas vergessen. Von Fort Ussar sind nur noch Ruinen übrig. Aber vielleicht lohnt es sich, die zu durchsuchen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, diese Quests, die ich jetzt hier gerade annehme, diese Schatzsuchen, bringen mir, glaube ich, gar nichts. Weil ich schätze mal, dass das nur neue Verbesserungsstufen für die alten Hexerrüstungen sind. Und die habe ich von Anfang an total vernachlässigt. Ich habe da keine hochgestuft, ich habe mich da nie drum gekümmert. Ich glaube, deswegen bringt mir das gar nichts, wenn ich jetzt hier die neuen Schemata mir hole. Weil ich die Vorstufe nicht habe, die ich wahrscheinlich bräuchte. Aber schauen wir mal. Reden wir über den Hexer der Katzenschule. Vor einem Jahr bat mich der herzogliche Rüstungsschmied Bartholomé de Launay, die Authentizität eines Hexerschemas zu überprüfen, das er von einem Boten erhalten hatte. Zu dieser Zeit arbeitete er an einer neuen Rüstung für die Herzogswache. Ein Hexer der Katzenschule bot einen vollständigen Satz Hexerschemata für eine komplette Ausrüstung. Die Schemata wären wirklich hilfreich gewesen. War das Schema, das du gesehen hast, wirklich ein Hexerschema? Zweifellos. Zu schade, dass Delaunay mich keine Kopie hat anfertigen lassen. Er war ganz außer sich und fürchtete, der Hexer könne ihn einfach töten und ausrauben.
Vielleicht war diese Angst nicht ganz unbegründet. Denn kurz darauf verschwand Delaunay spurlos. Sicher, ich hätte sein Anwesen ja nach Hinweisen durchsucht. Aber das ist wegen der akuten Einsturzgefahr viel zu riskant. Erzähl mir etwas über den Hexer von der Bärenschule, ja? Kurz nachdem Meister Tienzel mich als Lehrling angenommen hatte, tauchte er auf. Ich erinnere mich noch an das Bärenmedaillon, das er um den Hals trug. Der Hexer war riesig und feilschte wie ein Fischweib. Hexer sind eben selten reich. Stimmt, der war es jedenfalls nicht. Aber er war in Eile und so wurde mit der Herstellung begonnen. Er seinerseits versprach, uns das Geld zu bringen, sobald er einen Auftrag auf dem Tufo-Weingut erledigt hätte. Dort war ein Gebäude eingestürzt. Die Zeit verging und der Bärenhexer kam nie wieder. Mein Meister schickte mich zum Tufo-Weingut. Es stellte sich heraus, dass der Hexer dort tatsächlich einen Auftrag angenommen hatte. Aber das war das Letzte, was man von ihm gehört hatte. Und mehr weiß ich auch nicht. Na gut, ich schau jetzt mal. Möchtest du was anfertigen? Würdest du etwas für mich anfertigen? Natürlich. Danke. So, kann nicht mehr reden. Muss spielen. Okay, genau. Ich könnte aber theoretisch, glaube ich, die ganzen einzelnen Evolutionsstufen noch nachvollziehen. Ich könnte quasi mir eine Greifenrüstung jetzt zum Beispiel oder eine Bärenrüstung oder was auch immer herstellen. Und falls ich Bock hab. Ah, guck mal, die Kriegerlederjacke, ist das nicht Geralds Standardausrüstung? Habe ich dafür auch ein Rezept? Ist das dann nicht das Wolfs... Nee, guck mal. Dafür bräuchte ich jetzt schon die Kermor-Rüstung. Die habe ich, glaube ich, gar nicht mehr. Und das ist das Problem. Aber die Greifenrüstung kann ich tatsächlich einfach mit irgendeinem Hemd herstellen, genau wie die Katzenrüstung. Also theoretisch ist da nichts verloren. Verbesserte Wolfsrüstung. Dafür brauche ich die Wolfsrüstung. Ja, aber theoretisch. Ich wollte ja eh irgendwann mal das Bärenset haben ursprünglich, ne? Da müsste ich aber eventuell nochmal ältere Quests machen, die uns nochmal in alte Gebiete führen. Aber das wäre vielleicht sogar ein Ziel, das man sich so mittellangfristig noch ins Auge fassen könnte. Einfach so zum Spaß, wenn wir es haben. So mal die komplette Bärenausrüstung auf der höchsten Stufe sich zusammengrinden. Könnte man. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da Bock drauf habe mal, aber das ist was, das können wir auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten, oder? Wiedersehen. Viel Glück auf dem Weg. So. Da haben wir jetzt aber eine ganze Ladung voller Schatzsuchquests hier, ne? Oh, meine Güte. Alle Level 40, die werden fällig, bevor wir die nächste Hauptquest machen, nach meiner Regel. Tja. Aber theoretisch müssten wir erst hiermit weitermachen. Finde den Ort, der im Brief erwähnt wird. Gute Questbeschreibung, da weiß man sofort, was los ist. Weiß man sofort, worum es geht. Ne, weißt schon, der Brief. Wie viele Briefe hast du denn schon gelesen? Der eine da halt. Okay. Das machen wir. Weinfehde. Immer noch? Schon wieder? Ist das mit den sabotierten Höfen? Immer noch nicht. Ich glaube nicht, oder? Egal. Für heute machen wir jetzt mal Schluss mit unserer Dreifachfolge, die ja jetzt die neuen Standardfolgen sind, aber für 3 Tage ist die gut. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.